Ja, hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Mein Name ist Max Ritz, Heilpraktiker, Yogalehrer, Dozent. Ja, manche würden sagen Mensch und vieles mehr, was man alles noch vorweisen könnte. Dann würde das Video ja sinnlos werden, denn im Yoga braucht es nicht viel. Viele Worte, viel Blabla und das Wichtige ist, dass man was tut. Nicht, was man weiß oder glaubt zu wissen, sondern das, was man tut, ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Und so, wie in dem Video, weise Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht weise. Und so, nach diesem Motto, gibt es heute ein Video. Viele Worte braucht man nicht. Wer handelt, braucht nicht viele Worte. Viele Worte braucht der, der nicht handelt. Nun, viele schwätzen ohne Ende, was sie alles können, was sie wissen, was sie tun, wie sie es tun. Aber wenn jemand wirklich das tut, was er sagt, würde er nicht viele Worte gebrauchen. Und je mehr man manchmal, nicht immer natürlich, je mehr man vollgesülzt wird, vollgelabert wird, desto weniger Substanz ist dahinter. Denn der, der authentisch lebt und das tut, was er auch in wenigen Worten sagen tut, der braucht nicht ewig schwätzen. Weil er würde es tun, der würde es ausstrahlen, sodass man eigentlich gar nicht mehr fragen muss, hey, wie viel übst du zum Beispiel im Yoga? Man weiß, der übt. Ob er jetzt eine Stunde, 3 Stunden, 5 Stunden, aber er übt so, dass er vorankommt. Und das sieht man einfach. Und das ist mit allem so. Viele Gesülze, wenn man jemanden lieb hat, kann man das 1000 Mal sagen, jeden Tag 500 Mal, bis der andere kotzt. Wer wirklich liebt, braucht nicht viele Worte, sondern die Taten ist das Entscheidende. Und das Leben besteht nun mal aus Handlungen. Jeder Gedanke ist eine Handlung, jedes Blutmolekül, was weiter saust, was sich bewegt, ist Handlung. Jeder Atemzug ist Handlung, jedes Tun ist Handlung. Und so viel Schwätzen ist eben keine wirkliche Handlung. Außer man ist Lehrer natürlich, dann muss man mehr erzählen. Doch im Alltag, wenn man viel schwätzt, ja, man kann schwätzen, na, ich baue die Küche so und so und ich baue sie dir ein und ich mache das so und so und ich baue sie dann über Nacht ein und schließe dir das gleich an und mach's, aber wenn derjenige nie erscheint, was will man dann damit? Oder mir ging es immer so, wo ich auch Yogakurse, so 90-Minuten-Kurse unterrichtet habe und dann gesagt habe, um eben Menschen in die Kurse zu kriegen, damit es läuft, damit man ein bisschen was verdient. Ah, komm, Yoga ist gut und bla 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 bla. Und die anderen haben dann erzählt, ja, sie kommen unbedingt und ja, ich muss unbedingt kommen. Und dann passiert ewig nichts. Ein Jahr später trifft man sie, ja, ich habe keine Zeit gehabt, aber ich komme dann, wenn dann dies, dann, wenn dann passiert ist, dann, wenn. Und die, die viel geredet haben, sind die, die genau nicht gekommen sind. Auch in der Naturpraxis, die, die viel geschwätzt haben, wie oft sie kommen wollen und wann sie kommen wollen und dass sie überhaupt bald kommen werden, das sind genau die, die nicht gekommen sind. Nun, irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann habe ich aufgehört, eben auf die Worte zu hören, sondern man hat es gesagt, dann ist es okay, jeder darf sagen, was er will, wie er es will, aber ich habe dann keine bare Münze mehr drauf gegeben, wenn sie da sind, ist gut, wenn sie nicht da sind, ist auch gut. Ja, viel Geschwätz, man hat viele Erwartungen irgendwann, am Anfang oder auch in Beziehungen, was alles erzählt wird, wie toll man ist, wie schön man ist, wie lieb man ist, was man alles kann.
Ja, aber wenn dann keine entsprechenden Taten rüberkommen oder Verhaltensweisen, dann ist das wie Asche im Wind. Das verpufft und hätte man sich sparen können. Und das Hauptthema ist natürlich, man selber hätte sich das Zuhören sparen können, beziehungsweise die Vorstellung, was dann alles passiert und wie jemand ist und wann die Küche eingebaut wird. Und ja, es ist so sinnlose Zeit auch. Die, die wirklich das machen, was sie denken und was sie mit wenigen Worten erzählen, wie gesagt, die brauchen nicht viel Geplapper, die machen das. Die sagen, komm, ich komm nächste Woche, machen wir einen Termin aus, baue ich die Küche ein und dann ist fertig. Da muss man nicht viel reden, wie, wo, was, wann. Fertig. Und so ist im Leben oft, wenn man viel Geplapper, Geblubber, Gebrabbel, wie man es auch nennen mag, hört, dann steckt oft nichts dahinter. Wie in der Politik, viel geschwätzt und dann kommt aber nichts bei raus. Wenn man nichts gesagt hätte und das zumindest ein bisschen getan hätte, was man in 5000 Worten sagen wollte, das ist viel mehr wert. Wenn man eben zeigt, dass man an anderen Menschen interessiert ist, dann genügt es. Wenn man so handelt, dann braucht man nicht viel erzählen, weil die Handlung spricht ja für sich. Im Yoga genauso. Man kann erzählen, oh, Yoga und alles ist toll und Gott ist toll und dies ist toll und alles ist mit der rosaroten Brille verdeckt, die man abziehen sollte, dann sieht man das Leben. Ja, viel Geblabber, aber wenn die Krise kommt, wenn es im Leben rüttelt, dann redet man auf einmal nicht mehr so. Oder die Freunde auf Facebook, Instagram, im Leben, wo man glaubt zu haben, viele reden, aber dann, wenn man in Not ist, sieht man die wahren Freunde. Das sind die, die da bleiben, egal was passiert. Und so braucht man nicht viel schwätzen. Denn auch sollte man sich das, was man sagt, gut überlegen oder weise von sich geben mit einer Substanz und auch so, wenn man etwas sagt, dass man das auch so tut. Nicht in die Zukunft oder Luftschlösser formulieren, die gar nicht ankommen irgendwann, sondern einfach so. Das mache ich, das tue ich, fertig. Ja, und außerdem verblödelt zu viel Geplapper die ganze Zeit und die Menschen haben eh wenig Zeit und wenn man da so viel erzählt, hat man gar keine Zeit, das zu tun, was man alles erzählt. Ja, Zeit ist Geld, Zeit ist begrenzt. Und so beende ich dieses Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr das Video schaut. Ihr könnt es gerne liken, teilen, überall auf der Welt. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, dass der langsam stetig wächst. Und dann schaut auch mal auf meine Livestreams, die ich rechtzeitig ankündige. Und da kann man sich dann austauschen. Irgendwann so eine flexible Stunde mit gewissen Themen, wo man dann auch Fragen stellen kann. Oder ihr könnt auch Videos kommentieren oder Themen schreiben, die ihr gerne als Video hättet und so weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.